Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Dies ist das letzte Match des Quarterfinals im Best of 3 des EU Craft Cup Number 31. Und die Kontrahenten sind der grüne Zerg-Spieler mouzMorroW und der gelbe Protoss-Spieler RG Roll. Beide Spieler haben sich auf Metallopolis ein ganz, ganz packendes, langes Match geliefert, wo am Ende mouzMorroW der Sieger war. Und RG Roll hat es geschafft, auf Zeldenagger Cavern sich durchzusetzen, hatte sehr, sehr gute Rest, hat die Tees gespielt, hat ungemein auf jeden Fall den Gegner kaputt gemacht. Und damit steht es 1:1 in diesem Best of 3. Und wir sehen jetzt hier die Final Round. Und wie soll ich sagen, der Sieger wird sich Aizaiplo im Semifinal stellen. Gespielt wird auf der Karte Lost Temple, die jetzt nicht mehr im Legendary Pool ist. Wie gesagt, ab dem Patch 1.3.0 ist es sozusagen jetzt Shatter Temple, wo ich sicherlich noch ein, zwei Casts machen werde. Aber wie gesagt, erstmal jetzt hier der Craft Cup, danach sehen wir weiter. Wir können sehen, dass beide Spieler eine Close Position haben, das heißt sehr nah beieinander gespawnt sind. Und das heißt natürlich auch, dass sehr gut es möglich ist, dass hier eher Harassment oder ähnliches kommt. Und natürlich, dass die Ground Rush Distance, also dieser Weg zwischen den beiden Spielern, einfach mal super gering ist. Gateway für den Zerg-Spieler und ich bin gespannt, ob wir wieder dieses Freegate sehen werden oder ob vielleicht mal eine abgewandelte Build hier von Roll kommen wird. Er hat bisher wirklich nur Freegate into Robo oder Freegate into Stargate gespielt. Und Morrow erneut mit demselben Aufbau, also wieder eher mit dem Early Spawning Pool ohne Hatchery, und er hat es wirklich drei Runden in Folge dann denselben Bild gezeigt. Das ist auf jeden Fall nicht gerade, wie soll ich sagen, das Schönste. Also da ist er wie null innovativ oder ähnliches, hat zwar jetzt hier den Overlord drin, um zu scouten, aber ansonsten gar nicht irgendwie abwechslungsreich in diesem Punkt. Aber was soll ich sagen, solange es für ihn funktioniert, soll er es gerne spielen. Jetzt hier auf jeden Fall wieder die Probe. Wir hatten das auf der letzten Karte Zeldenagger Caverns gesehen, wieder die Probe, versucht natürlich dann die Hatchery zu blocken. Sehr gut gemacht beim letzten Mal und ich bin gespannt, ob das Roll wieder so gut hinbekommt, ob er wieder dann sozusagen mehrere Sekunden, fast Minuten hier die Hatchery delayen kann oder ob es einfach nur ein kurzer Zeitvertreib ist. Der Cybernetics Core ist so gut wie fertiggestellt, zu 15% fertiggestellt, was ich wieder laber hier, meine Güte. Und währenddessen der Zerg-Spieler jetzt mit dem Go wird sicherlich gleich dann anfangen, hier die Expansion zu bauen. Und da kommt die Probe. Da kommt die Drone und da kommt die Zerglinge und ich glaube, das ist ein GG für die Probe. Das war's. Und ich würde sagen, mach's gut, kein Pylon diesmal, aber dafür die Hatchery sofort down. Das wird mouzMorroW freuen. Damit ist er ganz in, hat er ganz in Ruhe erstmal Zeit, jetzt hier seine Expansion aufzubauen. Hat natürlich ein, zwei Sekunden Vorteil. Diese Probe könnte noch sterben. 10 HP und 5 HP. Wird die Probe fallen? Wird die Probe fallen? Und down! Oh, der erste Verlust ist hier für Roll. Und er sagt, no! Also sozusagen das erste Opfer hier in diesem Spiel. Sehr, sehr gut. Also der Zerg-Spieler ist mit Metabolinschub Standardaufbau auf jeden Fall für ihn. Und wir müssen nochmal betonen, also der macht, also mouzMorroW macht das wirklich so. Er baut 100 Gas ab. Sieht man ja, 2400 remaining, geht auf Metabolinschub und danach setzt er alle Drones wieder auf Minerals. Das heißt, er braucht nur das Gas für dieses Upgrade. Es kommt vorher danach gar nichts mehr erstmal. Jetzt hier erstmal mouzMorroW mit guter Positionierung, hat die halbe Karte mit seinen Zergling und Overlords hier erstmal in Beschlag genommen. Und wir sehen einfach mal drei Gateways. Oh mein Gott! Wird das einfach ein Foregate? Roll, lieber Roll, du hast gerade einfach mal ein Foregate gemacht. Ich bin ja mal ganz baff jetzt von dir. Und ich bin gespannt, ob du jetzt hier das Foregate wirklich durchziehen willst, ob gleich dann harassen möchtest. mouzMorroW dabei ist, hier seine Queen wieder an die Expansion zu schicken. Also jetzt hier, denke ich, wird auch bald die erste Queen dann auf dem Weg sein, natürlich jetzt hier, um wieder den Creep zu spreaden. Wir kennen das ja bereits. Und wir haben zwei Spinecrawler auf dem Weg. Also er hat jetzt hier gescoutet und gemerkt, okay, es wird ein Foregate. Also muss er auf jeden Fall aufpassen und dann versuchen, jetzt hier einzelne Verteidigungsanlagen zu errichten, um sich gegen das Harassment des Protoss-Spielers durchzusetzen. Und Leute, 6 Minuten, ihr wisst, was das heißt. 6 Minuten die Zeit, das Foregate pusht raus. Das heißt, 6 Minuten kommt jetzt hier das erste Foregate und damit kommen die ersten Einheiten und dann kommen die nächsten Stalker, werden reingeworfen, die Probe ist dabei. Leute, wir haben einen Foregate-Push von Roll. Und jetzt bin ich gespannt, der Roach Warn kommt gerade jetzt für mouzMorroW und es könnte gerade noch so für ihn reichen. Die ersten Zerglinge sind raus und ich bin gespannt, da kommt der einzelne Warp-In-Pylon. Die Zerglinge laufen quer über die Karte. Jetzt wird es langsam richtig heiß. Also wir haben jetzt hier wirklich das
Übel pusht, da kommt der nächste Proxy Pylon. Aber der wird gescoutet. Oh, ganz übel hier. Der muss er abbrechen. Muss er ihn abbrechen? Er zieht ihn zurück. Jetzt hier ein bisschen halbherzig von Raul. Hätte er jetzt nicht zurückgehen dürfen. Hat er jetzt auf jeden Fall gemacht. 10 weitere Zerglinge im Spiel. Der Warp-In-Pylon ist so gut wie fertiggestellt. Baut noch einen weiteren als Backup. Roach Warren ist fertig. 12 Zerglinge sind auf dem Weg. Oh, 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 oh. Das wird auf jeden Fall nicht gut funktionieren. Viele Zerglinge in der Main-Base von Raul. Das ist auf jeden Fall epic fail. Kann man nicht anders sagen. Weitere Warp-Gate-Ranges hier gebaut. Und da sind die Zerglinge in der Main-Base von Raul. Was ist denn bitte hier los? Und da kommt der Push. Die Queen geht down. Aber so viele Zerglinge. Gute Vorsicht von ihm erneut. Aber er hat keine Wahl. Jetzt muss er nicht retten. Aber die Zerglinge einfach zu viele. Rennen einfach rundherum ran. Schaffen es an die Armee ran. Und ganz, ganz großes Problem. Weitere Roads wieder fertiggestellt. Und das war im Grunde fast jetzt das GG. Kann man nicht anders sagen. Jetzt hier die Zerglinge dabei. Haben viel Schaden eingerichtet. Julius Lost zeigt auf jeden Fall 1400 zu 700 Mineralien. Und Joel zieht sie zurück. Das war auf jeden Fall ein halbherziger Push. Wurde ganz, ganz klein hier zurückgeschlagen. Und mouzMorroW, ich kann nicht anders sagen, hat das Ding gerade perfekt zurückgeschlagen. Richtig klasse gemacht. Hat es hier gut nochmal eine Mineral Line Harassed. Income Tab zeigt gerade mal 20 Harvester für ihn zu 26. Und vor allen Dingen, Morrow hat die Expansion am Stehen. Er hat die Expansion. Er hat mehr Income sozusagen auf lange Sicht auch gesehen. Und damit ist auf jeden Fall RG Roll so gut wie aus dem Spiel, meiner Ansicht nach. Jetzt muss er irgendwie jetzt hier das Ding bringen, um absolut hier genial wieder aus dem Spiel zu kommen. Morrow rettet seinen letzten Zergling. Schafft er es denn noch? Ja, er schafft es noch. Und jetzt sieht man hier den großen Push. Viele Zerglinge nochmal auf dem Weg hier über die Karte zu laufen. Und er sagt es hier, ich weiß wirklich nicht, warum ich diese Scheiße hier benutze. Und er sagt, ich nutze es wirklich sonst nie. Ja, das ist schön, wenn du es sonst nie benutzt, aber du kannst nicht einfach in so einem Viertelfinale sowas benutzen. Das ist im Grunde meiner Ansicht nach totaler Quatsch, man geht doch keinen riskanten Bild ein. Und Morrow sagt gerade, ja, bitte nicht chatten, ich kann nicht chatten und spielen gleichzeitig. Und das finde ich sehr vernünftig von ihm. Man muss ja auch sozusagen jetzt nicht sich auf Chatten konzentrieren, denn Leute, ihr beide seid da, um ein gutes Match abzuliefern. Apropos gutes Match, Morrow jetzt hier mit dem Go auf die Gold Expansion. Und erneut hier Early Evo Chamber. Na gut, Early ist er nicht mehr, aber trotzdem hier die Evo Chamber. Und ich finde das so gut, dass er wieder, also ich hoffe mal, er wird Upgrades gehen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum er das machen sollte. Jetzt sieht man hier auch, dass der Protoss-Spieler erneut den Push-Out wagt. Und ja, wie soll ich sagen, das ist ganz, ganz übel. 30 Supply-Vorteil für den Zerg. Income-Tab weiterhin auf jeden Fall der Zerg favorisiert. APMs. Da sieht man auch, Rowell hat gerade so ein bisschen halbherzig. 50 APMs zu 150 von Morrow. Und das kommt mir so vor, als wäre das Ding so halbherzig und ihn auch fertig gespielt. Wir haben die ersten Spore-Crawler. Wahrscheinlich gegen die Tees oder hier Void Ray Harassment. Und wir haben die Expansion von Rowell. Also jetzt ganz wichtig. Währenddessen sagt sie auch Morrow, okay, du nimmst die Expansion, ich nehme die Expansion. Natürlich hier eine High-Yield-Expansion. Und wir haben erneut hier die Robotics hier. Also könnt ihr jetzt wirklich bald hier da auf die Robotics wieder Kolosse aufs Spielfeld kommen. Und damit hätten wir 3 Runden in Folge Kolosse auf dem Spielfeld gehabt. Und wir sind Twilight Council. WTF, kann ich nur sagen. Wird er einfach hier so einen DT-Push wagen oder wird er auf High-Templar pushen und erneut die Geschosse hier für Morrow. Also er geht wieder denselben Tech-Tree in dem Sinne. Und sehr klasse, da ist wieder die Queen, die nur auf das Creep-Spread ausgelegt ist. Und ich muss sagen, es gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Leer-Tech für ihn, dessen für ihn auf dem Weg. Er braucht natürlich auch wieder die Overseer, um natürlich in Ruhe dann auch die Detection zu kriegen. Und ich denke, er wird auch bald hier einen Push-Out wagen. Also er wird sich sicherlich in Sicherheit wägen und sagen, okay, ich habe auf jeden Fall genug Zeit, um hier den Gegner platt zu machen. Und ja, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, wie er in diesen Punkten denkt. Aber sieht auch hier, der Overlord in guter Position, sieht auf jeden Fall, was hier Phase. Könnt ihr mal auf die Vision von Morrow gucken, da sieht man es auch. Also er weiß genau, was der Gegner hat. Und wir sehen die Tees. Da kommt der Darkschwein. Also ich glaube wirklich, jetzt hier das Gateway als ein halber Wall-Off. Das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Gang. Und er könnte versuchen, irgendwie, vielleicht baut dann Warp Prism, das wäre auf jeden Fall etwas, Overseer, Observer, jetzt auf dem Weg. Und das Warp Prism könnte vielleicht...